Panade ist eigentlich super Geschichte für Fisch, Fleisch oder Gemüse. Das geht folgendes, ich tue einfach eine Handvoll geschnittene Brotwürfel rein, ein bisschen Estragon, ein bisschen Petersilie, je nach Bedarf, ein bisschen Schnittlauch und dann fange ich einfach an zum Mixen. Und jetzt kommt alles mal hier raus in eine Schüssel und dann kommt unsere Kräuterbutter rein, 2L Eigelb mit rein für die Bindung, bisschen Parmigiano und dann nochmal aufmixen. Und jetzt kommt das ganze Kräuterbutter zusammengemischt mit unserer Kräuterpanade. Einfach so mischen. Und in diesem Fall habe ich jetzt einen wunderschönen Steinputz mit Kräuterpanade.